wie wenn ich normalerweise mit dem Kampfjet unterwegs bin. Hast du mal einen kleinen Blick aufs Navi? Brauche ich nicht. Ich bin echt der Typ, so hat die Orientierung im Kopf. Schau fremde Stadt und trotzdem, er orientiert sich wie ein Wiesel durch die Wildnis. Boah, leck mich am Arsch. Boah. Jetzt entspann dich mal, Mutti, du bist die Rennfahrerin, hallo? Ja, Mann, ich auf dem Beifahrer sitz. Ja, sind wir edel heute unterwegs? Ich schon. Das sehe ich. Du bist ein bisschen knapp angezogen, oder? Ich zieh dir gleich das Fell über die Ohren. Das Design vom XKR, der ist dezent, so wie ich, aber dabei sportlich, so wie ich. Ein wildes Raubtier. Und wir bringen den heute zum Fauchen. Jetzt mal in den Sport-Plus-Modus. Gib dir, wie das Ding den Berg hochkachelt. 240. Es ist echt paranormal. Diese Kraft, mit der es dich da in den Sitz drückt, das ist echt, als würdest du von Klitschko eine in die Fresse bekommen. Ich hab die ganze Zeit schon diesen Mustang im Rückspiegel. Guck mal, dann werde ich provozieren. Ich glaube, der Gringo will Beef oder was? Und Amigo Payne will ein Beschleunigungsrennen. Wer hat jetzt mehr Fleisch auf den Rippen? Muscle Car gegen Mercedes, V8 gegen V8. Jetzt kann der SLS zeigen, was er unter der Haube hat. Viva Mercedes! Der SLS beschleunigt in 3,8 Sekunden auf 100 und schickt den Mustang in die Prärie. Das hat mir so ein bisschen leid getan, ihn so zu desillusionieren. Der massive Kühlergrill und die neuen Scheinwerfer mit Lidstrich. Also dadurch hat Audi sich wirklich unverkennbar gemacht. Der Elefant im Porzellanladen, gepaart mit einer gnadenlosen Selbstüberschätzung der Fahrerin. Schon eine heftige, eine schweißtreibende Mischung.